Schreiber. Das ist einfach die schönste Rennstrecke der Welt. I'm very happy and very proud to be able to come here for BMW and try the new M4 and the new M3. Vorderachse ist sowas von direkt. Das ist schon Wahnsinn, was für ein Grip-Potenzial man mit einem Serienreifen hat. Im Auto kannst du Gehkräfte aufbauen. Wow! Wir haben jetzt erstmalig einen Turbomotor drin. Der Motor ist sehr emotional. Das, was du am Gaspedal machst, soll sofort an der Hinterachse ankommen. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall mein Erlebnis, mit einem DTM-Fahrer eine Runde zu fahren. Noch dazu in dem Entwicklungsfahrzeug, mit dem er selber schon so einige Runden gedreht hat. Wie ist jetzt die erste Rückmeldung mal von einem DTM-Fahrer zu unserem Auto? Man muss echt sagen, perfekt. Freut mich echt, dass dem Timo das so gut gefällt. Drehzahl sofort Leistung da. Ich finde auf jeden Fall generell, dass der Hinterachse für mich ist besser als der alte. Das ist mit Sport Plus, also da, ja, das ist schon richtig. Da ist schon echt gut. Ja, der driftet angenehm. Extrem ans Gas. Aber hat einen Grip auf der Hinterachse, unglaublich.